Was passiert, wenn ich 30 Tage lang so gesund wie nur irgendwie möglich lebe? Also von der Ernährung bis zum Sport alles genau so mache, wie es empfohlen wird. Das werde ich ausprobieren. Laut Statistik ist jeder 7. Todesfall in Deutschland auf ungesunde Ernährung zurückzuführen. Sie erhöht das Risiko für Herzinfarkte, Depressionen, Schlaganfälle und viele weitere Erkrankungen. Außerdem bewegt sich ein großer Teil der Bevölkerung zu wenig, schläft schlecht und ist massiv gestresst, was wiederum andere gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Und auch ich bin da keine Ausnahme. Ich achte nicht wirklich darauf, was ich esse, bin allein durch den Job ziemlich oft gestresst und schaffe es maximal 1 bis 2 Mal die Woche Sport zu machen. Wie die meisten will ich auch gerne möglichst gesund leben, aber im Alltag ist es halt oft nicht so einfach. Zu bequem ist es, ungesund zu essen oder eben nicht zum Sport zu gehen. Aber wie schwer ist es wirklich, ein perfekt gesundes Leben zu führen und was macht das mit mir, wenn ich mich an alle Vorgaben halte? Das will ich ausprobieren und mache das Selbstexperiment. Um für mein Selbstexperiment auch messbare Ergebnisse zu bekommen, lasse ich mich vorher und nachher untersuchen und mache Aufnahmen von meinem Körper. Aber welche Faktoren beeinflussen unsere Gesundheit genau? Ich treffe Professor Dr. Ingo Frohböse. Er ist Sportwissenschaftler und kennt sich bestens in Sachen Gesundheit aus. Ja, ich gehe mal von 5 Faktoren aus. Bewegung, körperliche Aktivität, Training. Zweites ist Ernährung. Natürlich wissen wir alle, ganz wichtiger Baustein. Das dritte ist ja der Stress, der uns belastet. Den müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Das vierte ist der Schlaf. Und das fünfte ist der Suchtmittelkonsum. Natürlich, damit meine ich Alkohol und Rauchen. All diese Faktoren muss ich also bei meinem Experiment berücksichtigen. Für das Thema Stress habe ich mir überlegt, ich packe weniger auf meine To-Do-Liste, arbeite nicht zu lange und nicht am Wochenende, nehme mir bewusst Auszeiten und lösche Social-Media-Apps wie TikTok, Twitter und so weiter, weil da unterwegs zu sein, kann ja schon ganz schön stressen. Ich schlafe jede Nacht mindestens 8 Stunden, gehe zu festen Zeiten ins Bett und stehe zu festen Zeiten auf, also so wie bei meinem innere Ur-Selbstexperiment. Ich verzichte komplett auf Alkohol und andere Drogen, also ich ziehe mein 30 Tage ohne Drogen-Selbstexperiment weiter durch. Aber wie sieht's mit der körperlichen Aktivität aus? Also wie viel sollte man sich für ein perfekt gesundes Leben bewegen? Ich würde jeden Tag Bewegungspunkte im Alltag sammeln, beweg dich so viel wie möglich, die Inaktivitätszeiten, also vor deinem Computer maximal immer 1 Stunde am Stück, dann stehst du wieder auf und machst ein bisschen 5 bis 10 Minuten Bewegung. Versuch so viel wie möglich Wege zurückzulegen, die eben nicht motorisiert sind. Zweitens, 3 bis 4 Mal in der Woche Herz-Kreislauf-Training betreiben, 45 bis 60 Minuten, ruhig, sanft, immer mit ausreichend Sauerstoff und mindestens 2 Mal in der Woche Muskeltraining für alle großen Muskelgruppen. Das stärkt schon die Muskeln und du machst 30 Tage Challenge, da bin ich sicher, dass deine Haltung besser wird und du schon verspürst, hier hat Muskelmasse zugenommen. Ich habe mir gedacht, ich fange das Experiment erstmal mit einer Runde Joggen an. Also ich habe mir vorgenommen, jeden zweiten Tag zu joggen oder halt ins Gym zu gehen und Krafttraining zu machen. Heute ist Joggen dran, kenne ich ja noch aus meinem 30-Tage-Joggen-Selbstexperiment. Und ich muss sagen, seitdem mag ich Joggen. Also ich mache das immer noch ab und zu und jetzt nochmal auf jeden Fall ein bisschen regelmäßiger. Let's go! Okay, ich habe es geschafft. Ich bin ganz schön durchgeschwitzt, aber war auf jeden Fall gut. Und jetzt geht's direkt an mein gesundes Frühstück. Aber was genau bedeutet gesunde Ernährung wirklich? Beim Thema gesunde Ernährung gibt es ja auch immer super viele verschiedene Meinungen. Deswegen treffe ich den Ernährungsexperten Dr. Volker Manns. Jetzt geht es bei dem Experiment ja darum, 30 Tage so gesund wie möglich zu leben. Was macht denn im Gegensatz dazu schlechte Ernährung mit unserer Gesundheit? Der Körper wird merken, wenn du dich ungesund ernährst. Du hast Entzündung, du hast Übergewicht, du hast Konzentrationsschwächen, du bist schlapp, Krankheiten treten auf. Es braucht nur ein Symptom auftreten und klack, 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 wie so ein Dominostein kommen die anderen hinterher und das möchte kein Mensch. Was versteht man allgemein unter einer gesunden und ausgewogenen Ernährung? Da gibt es auch Empfehlungen, gerade von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wir haben 3 Portionen Gemüse am Tag, 2 Portionen Obst. Du solltest eher weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine essen, weil Proteine sind sehr sättigend. Das heißt, du isst dann auch nur dann, wenn du Hunger hast. Du solltest trinken, so 1,5 bis 2,5 Liter am Tag. Dann solltest du darauf achten, keinen industriellen Zucker zu nehmen, weniger Salz und keine Fertigprodukte, weil da sind zu viele künstliche Zusatzstoffe drin. Und als letztes sind Öle und Fette, kann man wunderbar auch morgens ins Müsli eben kalt reinbringen. Viele vergessen bei der Ernährung, dass das Thema Trinken dazu gehört. Wir brauchen 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.
Das heißt, bei dir sind das ungefähr mindestens 2,1 Liter pro Tag, die du trinken solltest. Und davon, Achtung, 60% am Vormittag. Starte morgens am besten mit einem großen Glas lauwarmen Wasser. Und wenn ich dir noch einen kleinen Tipp geben kann, tropf da immer morgens jetzt für die nächsten Wochen einfach eine halbe Zitrone rein. Wenn du damit startest, hat der Körper auch direkt wunderbar einige Mineralien und Spurenelemente, die er dann wunderbar direkt verarbeiten kann. Dr. Manz hat dann mit mir einen optimalen Ernährungsplan für mich erstellt und der sieht so aus. Erstmal verzichte ich komplett auf Fastfood, Softdrinks, Zucker und verarbeitete Lebensmittel und achte darauf, dass ich alle drei Makronährstoffe und die Mikronährstoffe im richtigen Verhältnis zu mir nehme. Beim Frühstück soll ich 50% Proteine, 25% vollwertige Kohlenhydrate und 25% stärkearmes Gemüse und zuckerarmes Obst essen. Dazu ein Esslöffel gesundes Fett. Mittags und abends soll ich 50% stärkearmes Gemüse, 25% Proteine und 0-25% vollwertige Kohlenhydrate essen. Dazu ein Esslöffel gesundes Fett. Dazu habe ich noch Listen mit Lebensmitteln bekommen, an denen ich mich grob orientieren kann. Empfohlene Proteinquellen sind zum Beispiel Quark, Ei, Tofu, Fisch oder Hülsenfrüchte. Beim Gemüse sind das so Sachen wie Tomate, Gurke, Paprika, Brokkoli oder Rucola. An Obst sowas wie Beeren, Apfel oder Zitrusfrüchte. Und an vollwertigen Kohlenhydraten sowas wie Vollkornbrot, Vollkornreis, Vollkornnudeln, Linsen, Couscous, Haferflocken und an gesunden Fetten sowas wie Leinöl, Nüsse oder Avocado. Aber auch sowas wie fermentierte Lebensmittel sollten regelmäßig auf meinem Teller landen. Dr. Manz rät mir noch, ich soll 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehmen und das sollte noch zu einem echten Problem für mich werden. Mit den ganzen Infos und einem Beispiel Wochenplan kann das Experiment starten. Ich bin gerade einkaufen und das ist echt gar nicht so einfach, weil echt überall Zucker drin ist und ich irgendwie so einen ganz neuen Warenkorb zusammenstellen muss und dadurch dauert das auch einfach ewig. Also ich bin jetzt schon mindestens eine halbe Stunde oder so hier drin. Normalerweise geht es schneller. Gerade aufgestanden, das heißt jetzt erstmal hier das lauwarme Wasser mit ein bisschen Zitrone. Was komisch, lauwarmes Wasser zu trinken. Zum Frühstück gibt es heute bei mir Vollkornbrot mit Avocado und Ei. Das hat viele Nährstoffe. Das Ding ist, dass ich jetzt bei diesem Experiment alles, was ich esse, tracken werde. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen nervig wird. So sieht das Ganze fertig aus. Ich glaube, das wird lecker. Das sind jetzt ungefähr 600 Kalorien. Bin gespannt, wie es schmeckt. Zum Tracken benutze ich übrigens die App Yasio. Damit ist es super leicht, seine Ernährung im Auge zu behalten. Und ich benutze die App tatsächlich schon ein bisschen länger, nachdem die mir mal ein Fitnesstrainer empfohlen hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass Yasio dieses Video unterstützt. Yasio hat eine riesige Datenbank, in der alle möglichen Lebensmittel gespeichert sind. Das Einzige, was man zum Tracken machen muss, ist den Barcode des jeweiligen Lebensmittels zu scannen. Und schon sieht man die kompletten Nährwerte und auch Lebensmittel, die keinen Barcode haben, wie Obst oder Gemüse, sind bei Yasio gespeichert. Da muss man dann einfach nur die entsprechende Menge abwiegen und kann das dann auch bei sich eintragen. So ist es wirklich leicht zu sehen, wie viele Kalorien man zu sich nimmt und wie die Makronährstoffe des Essens zusammengesetzt sind. Und mir hilft das einfach voll dabei, bewusster zu essen und überhaupt erstmal zu verstehen, welche Lebensmittel wie gesund sind. Bevor man loslegt, kann man ein paar Ziele festlegen, also ob man abnehmen oder Muskeln aufbauen möchte. Und anhand dessen wird dann der entsprechende Kalorienbedarf ermittelt. Mit Yasio Pro kann man coolerweise seine anderen Fitness-Apps mit Yasio verbinden. Das ist praktisch, weil wenn man durch sein Training Kalorien verbrennt, weiß Yasio auch, dass man mehr Kalorien essen kann. Und so hat man dann all seine Fitnessdaten in einer App gesammelt. Außerdem gibt es bei der Pro-Version ein riesiges Rezeptbuch mit über 2500 gesunden Gerichten und man hat die Möglichkeit, sich wöchentliche und monatliche Auswertungen anzeigen zu lassen. Deswegen habe ich mich damals direkt für die Pro-Version entschieden. Ihr könnt Yasio aber auch kostenlos nutzen. Natürlich habe ich noch einen Rabatt für euch. Auf yasio.me/tomatolix bekommt ihr 50% Rabatt auf das Yasio Pro Abo, so bezahlt ihr nur 2,49 Euro im Monat. Also wenn ihr auch Lust auf einen gesünderen Lifestyle habt, dann probiert Yasio doch einfach mal aus. Ich bin wirklich großer Fan davon. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, es ist mal wieder soweit. Ich bin beim Sport. Da ich morgen keinen Bock habe, mittags nicht zu wissen, was ich essen kann oder dann Stress zu haben, werde ich jetzt ein bisschen Meal preppen, damit ich auch wirklich was Gesundes esse. Das heißt, ich koche jetzt was Schönes und genau, werde was vorbereiten für die nächsten Tage. Ich weiß ja, dass ich zwischendurch immer mal ein bisschen Lust habe, irgendwas zu snacken. Deswegen habe ich mir gerade einfach mal ein paar Nüsse abgefüllt. Das sind jetzt ungefähr 100 Gramm. Sieht irgendwie direkt so fancy aus, wenn man das in so ein Glas reinmacht. Das Experiment läuft ja jetzt seit ein paar Tagen. Und was mir auf jeden Fall am schwersten fällt, ist mich 100% gesund zu ernähren. Weil ich zwischendurch schon Lust habe, irgendwie mal was Ungesundes zu essen oder ein paar Süßigkeiten oder so. Das geht sogar so weit, dass ich heute Nacht geträumt habe, dass ich einfach heimlich ein bisschen Schokolade gegessen habe und das nicht getrackt habe oder so, weil ich da dann so Lust drauf hatte.
Das ist ja schon ein bisschen komisch. Oh Mann, ey. Boah, heute ist so ein Tag, wo ich gar keinen Bock aufs Training habe. Also ich bin irgendwie den ganzen Tag schon so ein bisschen schlapp und müde. Ich hoffe sehr, dass ich nicht krank werde. Und ich habe einfach so gar keinen Bock. Und draußen ist auch richtig schlechtes Wetter, so voll ja kalt und nass und so. Mich jetzt zu motivieren, das wird wirklich nicht einfach. Am schwersten während meines Experiments war es echt, Stress zu vermeiden. Weil mein Job wird gerne mal ein bisschen stressig, sei es bei Dreharbeiten oder auch wenn man eine Deadline für ein Video hat. Und Stress ist ja oft auch nicht so richtig messbar. Wie kann sich Stress auf die Gesundheit auswirken? Ja, wir wissen, dass Dauerstress, chronischer Stress, zu vielen psychischen Reaktionen führt, aber auch zu körperlichen Reaktionen führt. Wir haben gar nicht so ein großes Belastungsproblem. Wir haben in unserer Gesellschaft eher ein Regenerationsproblem, weil wir mit der Belastung nicht richtig umgehen. Ein Beispiel: Du kommst abends nach Hause, hast den ganzen Tag vor dem Computer gesessen. Kaputt bist du, träge bist du. Was machst du? Setz dich vor den Rechner. Die Netflix-Serie musst du noch gucken. Vielleicht am besten vielleicht zwei Folgen hintereinander. Das Problem ist nur, es ist der gleiche Kanal, es ist die gleiche Belastung, ist die gleiche Konsumrichtung. Wir müssen aber Belastung durch Ausgleich, durch Regeneration beantworten. An diesem Beispiel erkennt man das ganz schön. Ja? Gib dich raus aus der ursprünglichen Belastungssituation, mach etwas völlig anderes. Hör Musik, lese etwas, geh spazieren, geh raus in die Natur, wecke andere Sinne. Das ist die eigentliche Notwendigkeit, um Stress zu bearbeiten. Und insofern ja, beantworte Stress mit körperliche Aktivität oder mit anderen schönen Dingen, die aber ganz weg sind von deiner Alltagsbelastung. Um dem Stress vorzubeugen, habe ich mir bewusst Auszeiten genommen. Ich mache einfach eine kleine Wanderung. Also das hilft irgendwie so am besten gegen Stress, einfach mal so ein bisschen in der Natur zu sein. Aber auch der Sport am Abend nach so einem stressigen Arbeitstag hat mir geholfen, so ein bisschen runterzukommen und mich entspannter zu fühlen. Training beendet. Es ist Zeit für Abendessen und heute gibt es mal wieder Bowl. Also irgendwie sind Bowls zu meinem absoluten Lieblingsessen geworden während dieses Experiments, weil das ist halt voll praktisch. Ich nehme einfach Zutaten, die gesund sind, die meine Werte abdecken und packe die irgendwie alle zusammen und es schmeckt meistens auch gut. Und was ich bei diesem Experiment auch schon kennengelernt habe, ist irgendwie so neue Getreidesorten. Hirse oder Quinoa, das sind so Sachen, mit denen ich vorher nicht so oft gekocht habe, aber finde ich richtig gut. Heute werde ich mir, glaube ich, eine kleine Lachs-Bowl machen. Was mich bei der ganzen Sache schon so ein bisschen nervt, ist immer alles zu tracken und dafür abzuwiegen und so. Aber das Gericht hat, glaube ich, jetzt ganz gute Werte. 700 Kalorien, 60 Gramm Kohlenhydrate, 43 Gramm Eiweiß, 39,8 Gramm Fett. Damit decke ich auf jeden Fall alles ab, was ich abdecken möchte. Ja, und das esse ich jetzt endlich. Ist geil, das schmeckt auf jeden Fall. Ich denke jetzt in den letzten Tagen auch nicht, boah, ich müsste jetzt unbedingt irgendwie eine Pizza essen oder einen Burger oder was auch immer. Gesundes Essen kann schon richtig lecker sein. Wie wichtig ist denn das Thema Schlaf für die Gesundheit? Eins ist mir wichtig zu sagen, der Schlaf wird nicht in der Nacht gemacht, sondern am Tag. Das heißt, alles, was du am Tag machst, wirkt sich in der Nacht aus. Du musst den Schlaf vorbereiten. Licht runter. Die letzten 2-3 Stunden vor dem Schlafen gehen bitte nicht LED-Stimuli in Form von hellem weißem Licht. Und vor allen Dingen wirklich Ruhe. Keine aufregenden Filme, keine aufregenden Diskussionen, keine Nachrichten oder Ähnliches. Und vor allen Dingen kühle Räumlichkeiten, damit du wirklich abkühlen kannst. Warme Füße, kühler Kopf, dann bist du in einem Tiefschlaf relativ schnell. Also, es sind jetzt schon ein paar Tage, an denen ich mindestens 8 Stunden die Nacht geschlafen habe. Und ich muss sagen, das funktioniert echt erstaunlich gut. Also ich glaube auch dadurch, dass ich gerade so viel Sport mache, bin ich abends einfach so platt, dass ich gar kein Problem damit habe, einzuschlafen. Fühlt sich auch gut an, so mit 8 Stunden Schlaf. Da habe ich auf jeden Fall ganz gut Energie so tagsüber. Also von der Schlafseite her, alles top. Ich habe immer mal wieder Probleme mit Hautunreinheiten und ich hätte eigentlich gedacht, dass sich die gesunde Ernährung positiv auf meine Haut auswirken müsste. Aber das war irgendwie gar nicht so. Irgendwie ist meine Haut im Moment super unrein. Also seht ihr das? Überall 1000 kleine Pickel. Hey, ich frage mich echt, wo das herkommt. Ich habe mich gerade gewogen und ich wiege heute zum ersten Mal unter 70 Kilo. Krass. Also, es war ja gar nicht mein Ziel, irgendwie großartig abzunehmen. Aber das habe ich dann wohl getan. Es gab aber auch Tage, an denen es wirklich schwer war, gesund zu leben, weil mein Zeitplan ein bisschen anders war. Wir haben gerade 23 Uhr, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war irgendwie in Hamburg, habe gedreht und ich habe es heute nicht geschafft, Sport zu machen. Ist ein bisschen ärgerlich, habe den ganzen Tag gedreht, bin dann wieder von Hamburg wieder zurückgefahren. Ich habe es immerhin hinbekommen, so ein bisschen die Ernährung zu beachten, aber ich glaube auch, dass irgendwie zwischendurch mal ein Tag ohne Sport auch ganz gut ist.
Regenerationstag oder so. Sei nicht sauer auf dich, wenn es mal einmal schief geht. Es ist niemals die Tagesbilanz, sondern immer die Wochenbilanz. Wenn ich weiß, an einem Tag habe ich mal ein bisschen gecheatet beispielsweise, am anderen Tag korrigiere ich das sofort, ohne dass mir das schwerfällt. Irgendwie fällt es mir gar nicht so leicht, auf meinen ausgerechneten Proteinbedarf zu kommen, weil so mega viel Eiweiß ist in den meisten Lebensmitteln dann doch nicht drin. Deswegen werde ich jetzt noch einen Proteinshake trinken, damit ich heute halt auch auf meinen Proteinbedarf komme. Aber das Geile bei dem Proteinshake ist, dass er so ein bisschen wie so ein Milchshake schmeckt. Und das ist eigentlich ganz geil, weil ich hier gerade nichts Süßes essen darf. Mir ist was aufgefallen. Und zwar ist gerade jeder krank, also wirklich jeder in meinem Umfeld war jetzt schon mindestens einmal erkältet, aber ich noch nicht. Und ich glaube wirklich, dass das mit meinem Experiment zusammenhängt. Weil sowas wie gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter, das empfiehlt ja eigentlich auch jeder Arzt, um nicht krank zu werden. Und ich glaube wirklich, dass sich das Ganze positiv auf mein Immunsystem auswirkt. Und das ist echt ziemlich geil. Also, ich hoffe, das bleibt so. Training geschafft. Die 30 Tage sind vorbei, das heißt, ich mache jetzt noch mal eine Nachheruntersuchung und bin sehr gespannt, ob sich meine Werte verbessert haben. Hallo Volker. Hi Felix. Und wie sieht's aus? Wie sind die Werte? Also Felix, du hast echt einen rausgehauen. Man sieht Veränderung. Was schon mal so auffällt, grob kann man schon sagen, abgenommen 3 Kilogramm, auch fast 3 Kilogramm Fettmasse. Und was wir noch gemessen haben, der Bauchumfang. Das so satte 3 Zentimeter weniger. Interessant auch das viszerale Fett. Das viszerale Fett ist das innenliegende Bauchfett. Das, was man gerade bei Männern so als Bierbauch bezeichnet, da hast du 0,3 Liter weniger, also hast da abgenommen, wo es auch eben sein sollte. Du hast allerdings Muskelmasse nicht großartig zugenommen, ist ähnlich gleich geblieben. Mhm. Da wäre es nochmal wichtig, gerade ja, Proteine nochmal verstärkt zuzunehmen. Aber was da schon interessant ist, die Zellqualität, der Phasenwinkel. Und da hast du satte 5% Zulauf. Also die Qualität der Zellen, der Muskelmasse, hat sich definitiv verbessert. Das sind also die Ergebnisse, nach 30 Tagen so gesund wie möglich leben. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen abgenommen, aber ich bin auch etwas enttäuscht, dass ich nicht wirklich Muskelmasse aufgebaut habe, weil ich habe halt wirklich viel Sport gemacht und auch krass auf meine Ernährung geachtet. Aber 30 Tage sind natürlich auch kein super langer Zeitraum. Und es geht ja nicht nur um äußere Veränderungen, sondern vor allem darum, wie ich mich fühle. Und ich habe mich echt gut gefühlt. Also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich auch noch nie so gesund gelebt und auch wenn ich mich nicht wie ein komplett anderer Mensch gefühlt habe, habe ich schon einen großen Unterschied gemerkt. Und auch wenn es am Anfang etwas überfordernd war, auf einmal auf so viele Sachen achten zu müssen, haben sich meine Gewohnheiten relativ schnell geändert. Trotzdem muss ich auch sagen, dass das eine Menge Arbeit war. Also alleine frisch zu kochen und jeden Tag zum Sport zu gehen, kostet einfach Zeit. Aber wie ist das denn jetzt? Geht das denn überhaupt so 100% gesund zu leben? Nein, das geht natürlich nicht, weil es gibt ja viele andere Faktoren, die du gar nicht im Griff hast. Aber das, was du im Griff haben könntest, Bewegung, Ernährung, Bearbeitung des Stresses, den Schlaf und vor allem auch den Suchtmittelkonsum, wenn du das schaffst, so ein bisschen in Bahnen zu halten, das ist, glaube ich, schon der erste Schritt. Und das, was ich nicht möchte, ist, dass man irgendwann in die Religion der Gesundheit sich ergießt und vor allen Dingen wird man nicht durch den Konsum von einzelnen Produkten gesünder oder besserer Mensch. Es geht nur in der Gänze von verschiedenen Systemen, die wir alle in Einklang bringen müssen. Und das heißt, Körper und Geist müssen vernünftig harmonieren, wie ein Orchester, was zusammenspielt. Welche Sport- oder Ernährungsexperimente soll ich als nächstes machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zu einem weiteren Selbstexperiment von mir. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal.